Das waren Gianni Pittella und Antonio Tajani. Beide kämpfen heute um das Amt des EU-Parlamentspräsidenten. Und die Wahl in Straßburg beobachtet für uns heute mein Kollege Klaus Weber. Und der hat einen Gast an seiner Seite, nämlich die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Ska Keller. So ist es, Mareike Burkan. Ska Keller kommt frisch aus der Fraktionssitzung und hat vielleicht ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Was haben Sie denn beschlossen? Wie positionieren Sie sich für den nächsten Wahlgang? Wir haben beschlossen, erstmal, dass wir noch eine Fraktionssitzung anberaumen. Dann ist es auch wirklich wichtig, dass wir uns das gut überlegen. Und der nächste Wahlkampf, der ist ja erst um 5:30. Und bis dahin kann noch viel passieren. Deswegen haben wir erstmal gesagt, abwarten. Das heißt, es könnte auch sein, dass Sie Ihre eigene Kandidatin, Frau Lambert, nämlich zurückziehen. Ist das im Bereich des Möglichen? Ja, möglich ist alles. Das ist möglich, dass wir weitermachen. Alles das ist möglich. Wir müssen halt wirklich schauen, wie sind die Stimmverhältnisse? Wer zieht sonst noch irgendwo zurück? Was heißt das für die Mehrheitsverhältnisse? Also da muss man halt wirklich schauen, wie sind die letzten Minuten? Was entwickelt sich dort? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das jetzt noch nicht entscheiden, sondern wir machen erstmal, wir schauen erstmal noch ein bisschen, hören uns weiter um und kommen dann nochmal zusammen. Dann beschäftigen wir uns jetzt nicht mit der Zukunft, sondern mit den Fakten, die auf dem Tisch liegen. Der zweite Wahlgang ist rum. Es sieht tatsächlich so aus, als würde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kann man ja auch nicht sagen, zwischen Tajani und Pittella. Beide haben jetzt um die 200 oder über 200 Stimmen. Wird es darauf hinauslaufen? Was denken Sie? Ja, bis jetzt scheint es so zu sein, dass spätestens im vierten Wahlgang, da geht es ja um die einfache Mehrheit und da kommt dann auch nur die mit den besten Stimmergebnissen rein, dass es dann eine Stichwahl Tajani-Pittella gibt. Wir waren von Anfang an nicht so begeistert von beiden Kandidatinnen, nur Kandidaten in dem Fall, braucht man gar nicht sagen, dass es auch Kandidatinnen geben könnte, ist ja auch schade, dass es mal wieder nicht so scheint, als ob wir eine Frau als Parlamentspräsidentin bekommen. Wir hatten in den vielen Jahren unsere Existenz als Parlament bisher nur zweimal eine Frau an der Spitze. Also das könnten wir auch mal ändern. Davon wären wir also nicht begeistert, aber auch nicht von dem, was die Kandidaten inhaltlich vorangebracht haben, uns dargestellt haben. Wir haben sie uns alle ausführlich angehört in der Fraktion. Das wird schon schwierig. Natürlich, Tajani ist nochmal extra belastet als guter Freund von Berlusconi mit schrägen Ansichten, wenn es zum Beispiel um die Rechte von Frauen geht, um die Frage, um die Rechte von Homosexuellen. Das sind ja wichtige Themen für Grüne, aber ja nicht nur für Grüne. Und auch seine Rolle im Dieselgate, die war mehr als zweifelhaft. Ja, da hätten wir also diverse Bauchschmerzen. Ja, wir haben schon viel über die Person Tajani gesprochen hier auch an der Stelle. Was natürlich interessant ist, wie positionieren sich dann da die Grünen? Ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen früh, aber würde man dann im Zweifel, ich sag mal, Tajani nicht wählen und es vielleicht den Populisten überlassen, ihn zu wählen und die sich dann vielleicht am Ende hinstellen könnten, so wir sind die Königsmacher. Wäre das möglich? Naja, Tajani zu wählen, wenn er gleichzeitig von den Rechtspopulisten und Rechtsextremisten gewählt wird, wäre ja auch kein kleines Stück. Und momentan sieht das durchaus so aus, als ob Tajani vor allem auch versucht, an der rechten Ecke Stimmen zu fangen, nachdem jetzt auch schon die Liberalen zu sich geholt wird. Also dann einfach aufzuspringen und zu sagen, na gut, wir haben da jemanden, der ist nicht ganz gegen Europa. Das halte ich für keine so ganz gute Strategie. Und wir gucken schon, ob es nicht möglich ist, auch noch jemanden an die Spitze des Parlaments zu bekommen, der einerseits auch für progressive Politik steht, aber auch ganz knallhart hier bei den Strukturen etwas tut, sodass wir auch die innerparlamentarische Demokratie wieder stärken können und nicht diese große Koalition haben, der ja sowohl Konservative als auch Sozialdemokraten, aber auch die Liberalen in der Vergangenheit angehört haben und was dann oft zu Deals hinter verschlossenen Türen geführt hat. Das geht Richtung Martin Schulz, denke ich, also der ja ein starker Präsident war in gewisser Hinsicht, aber eben das aus Ihrer Sicht vernachlässigt hat. Ja, stark nach außen, aber das Parlament als Institution hat es doch eher geschwächt, wenn wir eigentlich nur noch die Handlanger der Kommission de facto waren und wo wir eigentlich die Kommission kontrollieren sollen, auch als Parlament. Allerdings, ne, die konservativen Sozialdemokraten, die mit den aussichtsreichen Kandidaten jetzt gerade, die waren halt Teil der großen Koalition. Und jetzt hören wir zwar von allen möglichen Leuten, dass sie die ändern wollen oder aufkündigen wollen, das finden wir an sich gut, aber dass das dann so klappt, da haben wir dann doch Zweifel. Sagt Ska Keller, die Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen. Vielen Dank fürs Gespräch und damit gebe ich zurück zu Mareike Burkan nach Bonn. Ist man an der Spitze des Unternehmens eigentlich nicht mehr der gestaltet? Viele denken, je mächtiger, desto freier. Wahr ist das Gegenteil.